Könnten eigentlich schnell auf die. Aber das hat fast wehgetan! Oi, Mädchen. Ich muss fort. Warum ist denn... Stimmt, hier war ja... Hier gibt es so ein Problem mit dem Sound. Das ist grausam. Ich muss weg. Alles gibt nach. Dann einfach weg. Oh, Mädchen. Das war knapp. Huh. Grüß dich, Sky. War die Frage, ob der Pumpsgeneral noch dran ist. Schwalbensprung und... Hui. Schwalbensprünge ausführen. Super. Hier geht's los. So, wir haben jetzt einen Schwalbensprung ausgeführt. Das bedeutet Herausforderung 10 Stück. Aber nicht überall die gleichen. Das bedeutet, man muss da schon ein bisschen... Alles klar. Hier gibt es noch was. Ja, ich bin so eine kleine Sammelsau. Looten und Sammeln der alten Schule. Das bedeutet, ich werde mir schon ein bisschen Zeit nehmen, das eine oder andere mitzunehmen, wenn ich kann. Ich werde aber jetzt nicht irgendwie im Internet gucken, um zu gucken, wo kann ich jetzt das letzte Geheimnis finden. Das hätte ich dann doch schon gerne ein bisschen natürlich. Bedeutet, ich zocke einfach so, wie mein Instinkt mir das so sagt. Wenn ich halt irgendwo was vergessen habe, dann habe ich halt was vergessen, dann ist das so. Wenn ich aber irgendwie etwas, finden kann, dann tue ich das. Brummt was, wenn ich rede? Ist das so? Dann liegt das an den Soundeinstellungen von... Brummt es jetzt immer noch? Weil dann kann es sein, dass wenn ich spreche, dass das offene Fenster das offene Fenster mit aufgenommen wurde. Das muss ich mir mal selbst anhören. Das weiß ich jetzt Jonah, echt nicht, was ich glaube, da Probleme. Ich habe sie gefunden, die verborgene Stadt. Ich suche jetzt nach der Schlange mit dem silbernen Auge. So, andere Kopfhörer geholt. Tess. So. Hallöchen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich kann mir vorstellen, was das ist. Sagt Bescheid, wenn es jetzt wieder geht. Ansonsten höre ich da noch mal rein. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Hase! Habe ich nicht eben meine Shoot-Skills irgendwie ver... Gut, die muss ich aber nicht abschießen. Habe ich nicht eben meine Shoot-Skills verteufelt? Es kann halt sein, dass es die Überspannung ist. Will ich die erschießen? Kann ich die... Nee, kann ich gar nicht. Okay, dann halt nicht. Ich kann hier später sowieso noch mal zurück. So,
kann ich da zurück? Jo, kann ich. Deswegen... Nein! Ich wollte eigentlich hier so einen Dingsbumsprung machen. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ich dachte, wie kann ich nicht abschießen? Warum jetzt doch auf einmal? Ja, manches geht, manches nicht. Alles voll. Mist, kann ich wieder tragen. Alles voll. Ich würde da oben gerne noch so einen Dingsbumsprung machen. So einen Jumpsprung. Sprung. Sprung. Ja, was soll das denn? Na gut, dann soll das halt nicht der Fall sein. Da schon was im Hintergrund gesehen. So. Hier gibt es auch wieder was. Hallo Füchschen. Oh. Seltene Tierhaut. Mit seltenen Tierhauten können Sie im Basislager bestimmte Outfits und hochwertige Waffen-Upgrades führen. Das weiß ich. Warte mal, bevor ich Pfeile herstelle, will ich erstmal die Dingsbums jetzt... Würde ich ganz gern mal erstmal hier die Tiere looten. Oh, ich dachte schon, was ist das denn? Dabei sind das die Kopfhörer. Hey, Chichi, grüß dich. Oder Misokina, oder was weiß ich. Schicki-Niki. So, Karte aktualisiert. Wolfsgehege haben wir gefunden. Da haben wir noch ein bisschen Grab entdeckt, aber ich glaube, da komme ich nicht ran. Überlebensversteck. Jo. Nee, von hier komme ich da nicht dran. Ich fand das bei Tomb Raider 1, bei dem von 2013 schon grausam, dass man hier nicht irgendwie lang gehen konnte. Ich dachte, das könnte man sich irgendwann mal so freibrennen oder so, oder das wäre irgend so ein DLC oder Erweiterungspack. Aber leider nicht. Das ist ärgerlich. So, hier habe ich das schon runtergeholt. Runtergeholt, hat er nicht gesagt. Gut, aber nicht alle denken so toll was wie ich. Oh, hier unten gibt es noch was. Das ist voll, das nehme ich mir mit. So, nochmal Luft holen. Hier gibt es noch was. Die sind immer schön wertvoll, weil die haben keinen anderen Sinn, außer die an den Händler zu verkaufen. So ist das. Hier geht's weiter. Wir sind hier noch nicht fertig, Lara. Du brauchst noch gar nicht anfangen. Das ist voll. Okay. Das ist auch voll. Und hier gibt's noch Money. Money für das Mädel, das findet sie so schön. Im Pferdeschwanz tut sie wedeln, lass sie doch jetzt gehen. Juhu. Entschuldigung, den konnte ich mir jetzt gerade nicht verkneifen. Unmöglich, ich kann nicht mehr tragen.
So, die Lamas in Pakamas, die Lamas in Pyjamas können wir nicht mehr jagen. Also nicht so richtig. Finde ich persönlich ganz gut, weil das sind ja... Oh, fehlende Ausrüstung. Das sind ja unsere Justins, das sind ja diese Alpakas. Keine, nicht irgendwelche Lamas. Wir haben schon mal einen geklatscht, ja. Hallo? Aber... Jo. Oh, mir geht's soweit ganz gut. Ich kann nicht meckern. Hallo, Justin. Ja, mir geht's soweit ganz gut. Kann nicht meckern. Oh, hier gibt's richtig... Oh, Schwarzpulver. Kann ich bestimmt eigene Muni herstellen? Nein, da kann ich nicht rein. Ich dachte, da könnte ich noch so ein bisschen... Tricksen. Ich nehme mir so viel mit, wie es geht. Alles voll. Dass ich hier, wenn ich hier sowieso noch mal lang muss, so ist es einfach, dass ich hier recht schnell durch bin. Hallo Hase! Mist. Weg ist er. Ich bin ja jetzt offiziell nicht am Jagen. Fälle habe ich ja mehr als genug. Alles keine voll. Angst. Wer ist da? Mutti Lara kommt ja. Hallo? Hallo? Ich kann dir helfen. Geh weg! Du darfst nicht hier sein! Hör mir zu. Ich weiß, es tut weh. Aber... Ist mir echt zu süß, Monster. So, es ist okay, aber mir gefällt Rockstar besser. Das habe ich gestern schon mal gesagt. Aber nein, ich krieg kein Trinity. Ich habe das an seinem Gürtel schon erkannt. Das war ein geiler Schuss. Ah ne, das warst du nicht. Okay. Ich mag sie nicht. Einzige Frau im Spiel. Ich mag sie nicht. Das ist ein typisches Klischee. War das bei Star Wars nicht auch so? Wer bist du? Weswegen bist du hier? Ich bin Porsche. Lara Croft. Die Stimmen sind mir gefühlt ein bisschen zu leise. Wir müssen verschwinden. Bringt sie mit. Ich mach mal das vordere Fenster zu, mach das hintere Fenster mal auf, das... Du bist nicht nur mein Sohn, sondern mein Erbe. Begib dich nicht in unnötige Gefahr. Hätte diese Frau uns gefunden, wenn du nicht dort gewesen wärst? Sag Bescheid, wenn es zu leise ist. Aber so viel kann ich da glaube ich nicht mal wegen diesem beschissenen Möchtegern 3D-Sound, der mehr Probleme verursacht, als er löst. Und versuch mal von so einem großen Spiel die Spielefirma zu erreichen. Die denken sich um... Wie hast du uns gefunden, wenn du kein Mitglied des Kults bist? Sightseeing-Tour. Einer Karte aus einem Tempel gefolgt. Ich habe erwartet, Ruinen zu finden. Nichts euch oder etwas wie das hier. Ich habe echt lange geschlafen, Leute. Der Kult deinen Sohn angegriffen. Ich habe ihre Abzeichen erkannt. Ich kenne sie als Trinity. Ich versuche sie aufzuhalten. Wovon willst du sie abhalten? Sie suchen nach einem Artefakt. Es sieht wie eine silberne Schatulle aus. Sie gehört zu einer Mondgöttin. Wieso willst du das? Willst du es stehlen? Verkaufen? Nein. Aber es darf Trinity, dem Kult, nicht in die Hände fallen. Sie sind sehr gefährlich. Wieso? Was haben sie dir getan? Sie haben meinen Vater getötet.
Deswegen sind die so gefährlich? Ah, ich weiß nicht. Weißt du, was das ist? Das ist Paititi. Du bist bereits hier. Die verborgene Stadt. Aber was bedeutet dieses Auge? Ich weiß nicht, nach dem Stream gestern bin ich doch recht zügig eingeschlafen. Das ist der Tempel des Todes. Und als, ich weiß nicht, ich habe heute bis 17 Uhr durchgepennt. Ich weiß noch nicht warum. Denkst du, dein Artefakt ist dort? Ja. Wenn sie es lohnt, Justin. Sag ich ganz ehrlich. Es geht nicht darum, dass ich keine Lust auf so einen langen Stream habe. Es geht einfach nur darum, dass ich keine Lust habe, für ein, zwei Leute so einen langen Stream zu machen. Dafür ist es mir einfach zu anstrengend. Ja. Da hätte ich dann schon wirklich gerne moralische Unterstützung von mindestens zwei, drei Leuten. Bringt ihn zu mir. Jonah. Geht's dir gut? Kennst du diesen Mann? Er ist mein bester Freund. Ist mein Koch? Ist Abby... Mir geht's gut. Wer sucht noch nach dir? Niemand sonst. Die Armee der Vereinigten Staaten. Ich glaube, wir verfolgen dasselbe Ziel. Wir bringen dich zur silberäugigen Schlange. Dein Freund bleibt hier. Wenn du lügst, wirst du nicht weit kommen. Und ihm wird es nicht gefallen. Das ist doch nicht nötig. Ist schon gut. Ich warte hier. Edsley, bring dieser Frau frische Kleidung. Uchu, du bleibst bei ihm. Ich bin so schnell es geht wieder hier. Okay. Ganz hübsch hier. Sei still. Da waren es nur noch drei. Gut. Das ist unglaublich. Nice. Gefällt mir auf jeden Fall wesentlich besser als Dingsbums. Als bei Rise of the Tomb Raider, obwohl das auch seinen Charme hatte, ne? So in dieser sibirischen Kälte. War auch sehr, sehr geil. Ich kenne deinen Namen. Ja, hier ruckelt es ein bisschen. Entschuldige. Als Rebellenführerin muss ich vorsichtig sein. Ich bin die rechtmäßige Königin. Unuratu. Ich erwarte dich auf dem Markt. Hier gibt's ganz viel zu entdecken. Bei meinem ersten Besuch in dieser Stadt habe ich so viel Zeit hier drin vergeudet. Er plant irgendetwas. So, Tierfette. Hier gibt's, hier weiß der echt nicht, wo du lang musst. Oder sollst oder kannst. Und ruckelt natürlich wie Sau. Aber das ist bei mir auch der Fall. Wie du siehst, bleiben Geheimnisse im Paititi nicht lange geheim. Solltest du von unserem Plan abweichen, erfährst du davon. Ist schon klar. Kann ich irgendwas machen, dass das nicht ganz so extrem ist? Tobi, Blickerfassung, was? Das Blooming aus. Volumetrische Beleuchtung. Lens Flare. Ich guck mal, ob das irgendwas gebracht hat. Liegt halt einfach daran, dass ich in der Übertragung bin. Das bedeutet, meine Grafikkarte hat ein bisschen mehr zu tun, als wenn ich es privat spielen würde. Kann sogar sein, dass die Aufnahme diesbezüglich nicht bezogen ist. Nicht bezogen bedeutet... das bedeutet im Stream... Das ist ein traditioneller Fußpflug, der in den Anden auch heute noch verwendet wird. Selbst außerhalb Paititis. Gut, interessiert mich nicht. Wenn es ein traditioneller Fußpflug ist, dann weiß man, wie man es benutzt. Dafür habe ich nicht genug Platz. Muss ich der folgen oder nicht? Nee, muss ich nicht. Aber ich sollte der folgen. Hallo,
Quali. Hallo, Justin. Ja, guter Junge. Wer bist du? Aber ich hab's gesehen. Er hat sie. Schluss, Taki. Du hast deine Würfel verloren? Gut, aber nicht verstärkt die Waffen. Warum? Ich kann ihn sehen. Ist alles in Ordnung? Nein. Pisco der Tote hat meine Würfel. Und niemand glaubt mir. Aber er hat sie. Ein Toter hat deine Würfel? Hast du sie nicht doch verloren? Ach, du bist genau wie alle anderen. Tut mir leid. Du hast recht. Ich sag dir was. Wenn ich Pisco den Toten sehe, dann verlange ich deine Würfel zurück. Wirklich? Du glaubst mir? Es wäre nicht das erste Mal, dass die Toten mit mir reden. Ist nichts, was ich in einem Date erzählen würde, Lara. Ne? So, wo sind die olle Zippe? Oder bestimmt was zu verkaufen. Handeln? Bitte, ich habe kaum genug, um den Tribut zu bezahlen. Tribut an wen? Den Kult von Kukulkan. Sie verlangen die Hälfte aller am Markttag erzielten Profite, aber wenn sie glauben, ich wollte sie betrügen. Ich verstehe. Danke, Ishik. Dann handeln wir? Ist fast so... Oh, ein schöner Bogen. Ich will alle Bögen haben, Alter. Ein Langbogen, dessen Konstrukt vom Alten an inspiriert wurde. Stärke, Schaden. Ist vielleicht gar nicht mal schlecht. Zieltempo, Haltezeit. Der hat richtig geile Sachen. Was haben wir denn hier? Geräuschlose Pfeile. Feuerpfeile. Ich würde erstmal alles... Oh, alles verkaufen natürlich. Das war eine ausgezeichnete Wahl. Die Götter sind für uns. So, dann Zieltempo, Haltezeit, Stärke, Schaden. Das war eine ausgezeichnete Wahl. Ein Kantusstiefel. Stiefel aus Leopardenfell und Wickerwolle, getragen von legendären Jäger vom legendären Jäger Kantu, der den Inka half, Paititi zu erreichen. Mehr tierische Ressourcen aus jeder Quelle. 6 Himmel trug diesen Mantel im Kampf. Der Adlerkrieger im Kult von Kukulkan schmückten sich ihr zu Ehren mit Adlerfedern. Mehr Schutz vor Fernangriffen. Das ist vielleicht gar nicht mal so unpraktisch. Das wird bestimmt nützlich für dich sein. Holz habe ich eigentlich genug. Das war eine ausgezeichnete Wahl. Das wird bestimmt nützlich für dich sein. Das war eine ausgezeichnete Hier kann ich ruhig ein bisschen mehr verkaufen, weil von dem Kram finde ich hier in der Stadt allein schon viel. Fell würde ich ungern verkaufen. Fett ist auch relativ selten. Und das sind die seltenen Tierressourcen. Mähne im Wolfshaut. Das ist halt alles ziemlich... Ich bin immer bereit zu... Warte mal. Was brauchst du? Auf der einen Seite finde ich es ja ganz gut, dass die so miteinander respektvoll schwätzen. Auf der anderen Seite, oh, ich hätte, allein für die Sammlung will ich den anderen Bogen auch schon haben. Gibt es natürlich noch viel zu entdecken. Wir werden uns einige Zeit hier aufhalten. Also wer Action erwartet, den muss ich so ein bisschen enttäuschen. Das dauert jetzt noch eine gute Weile, weil ich einfach die Stadt entdecken will, mit allen quatschen will und so viel wie möglich mitnehmen will. Von daher... Ich tu Ganachika Wukiyuki Lukumukutu. Entschuldigung, das konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Ich kenne dich nicht. Konnichiwa. Was machst du hier? Wo hast du diesen Umhang her? Es wurde mir gegeben, von Onuratu. Oh, du bist ein Gast der Königin? Nichts für ungut. Bitte, du musst mir verzeihen. Ja, passt schon. Schon gut, keine Sorge. Wie kann ich dir helfen? Die hat ja nur gefragt. Fragen kosten nichts. Tasche. Kompakter Fellbeutel. Der hat Tragekapazität für natürliche und menschliche Ressourcen erhöht. Für 2,6 Mädchen? Das nehme ich. Messer Upgrade Plus. Wetzen Sie Ihr Messer um neue Fähigkeiten. Ja, das muss ich nicht. Das ist an sich ganz geil. Aber... Ja, das werde ich. Wir werden uns wiedersehen, Süße. Lara, hör auf, die Mädels anzubaggern. Halt dich an die Jungs. Es ist gerade sehr viel los hier. Die Gerber, die Fleischer, die Weber, die Färber, sogar die Lehrer. Alle Viertel arbeiten. Der Markt wird voll sein. Großes wartet am Horizont auf die Stadt und ihre Bewohner. Wir müssen alles tun, damit Kukulkan uns in eine neue Welt führt. Alles klar.
So, erstmal Ressourcen sammeln, Kohle sammeln. Hallo Justin. Justin Nummer 2. Ja, guter Junge, guter Junge. Er wird mich so hassen dafür. Gut, hier gibt's Essen. Na, an Fleisch bin ich jetzt nicht interessiert. Ah, hier gibt's was zu entdecken. Bei Farm Together? Bei Farm Together hast du nichts gesagt. Das hier ist schwer zu verstehen. Menschen haben sich zwischen zwei Flüssen angesiedelt und sie waren nicht allein. Die Fremden schienen allerdings nicht gefährlich zu sein. Ist doch okay. Nicht alles Fremde muss böse sein. Seit wann fängt es denn an populär zu werden, dass die NPCs irgendwie auf den Spieler reagieren, wenn er so umrennt? Ich meine, klar, macht das schon Sinn. Aber es ist irgendwie so ein bisschen nervig. Hier gibt es ganz viele Herausforderungen. Ich gehe den ganzen Weg zu ihm und er sagt, er will nicht handeln. Ich hätte nichts, was er will. Stell dir das vor. Steht selbst in Abfall und Eingeweiden und glaubt, er kann so mit mir reden? Er hat gerade eine Kundin verloren. Ich gehe nie wieder zu ihm. Ich mache meine Geschäfte ab jetzt alle auf dem Markt. Das ist gut. Ist ja in Deutschland zum Glück nicht so. Außer bei manchen Spielen, da bist du als Kunde der Arsch, aber in der Regel wissen die Leute, okay, dem will ich irgendwas verkaufen. Also sollte ich auch ein bisschen freundlich zu dem sein. Und dementsprechend, wenn ich für das Unternehmen arbeite und bezahlt werde dafür, egal mit was, sollte ich darauf eingehen. Aber manche Spieler machen das nicht. Und wundern sich dann, warum sie verkacken. Oder warum sie nur die Assis behalten. So, ich werde hier wahrscheinlich oft irgendwo doppelt und dreifach langlaufen. Zu Hause einen Fisch gefangen, im Brunnen. Weil unter manchen Häusern Tunnel mit Wasser sind, sagt Papa. Lustig, was? Kennen wir aus Stranded Deep. Da benutzen wir die Dinger auch. Ist das ein Monolith? Nein, das ist nur ein Signalstein. Ich finde nicht raus, was das bedeutet. Kann ich noch nicht lesen, okay. Vertiefen Sie das Wissen, Laras Wissen über den Mam-Dialekt. Glaubst du, dass große Ereignisse auf einen einzigen Augenblick zurückgehen? Ich schon. Nehmen wir als Beispiel, was jetzt passiert. Hätten Amaru und Sairi während der Hungersnot nicht gestritten und hätte Sairi nicht gegen Amarus Wunsch darauf bestanden, dass er die Sicherheit der Grenze verlässt, um für das Dorf zu jagen, dann wäre heute vielleicht vieles anders. Denn Amaru fühlte sich schuldig am Tod seines Bruders. Ich war in der Nacht dabei, als sie Sairis Leiche aus der Wildnis brachten. Die Trauer fraß ihn auf. Ich glaube, das war der Augenblick. Alles klar. Amaru zerbrach. Danach übernahm er die Kontrolle über Paititi. Er wollte uns schützen, weil er Sairi nicht schützen konnte. Jo, immerhin. Das ist wenigstens mal dreimal so... das ist immerhin dreimal so ehrbar, wie das bei den Menschen so ist. Menschen, die einen großen Verlust erlitten haben, versuchen den entweder zu kompensieren mit irgendwas anderem, meistens nichts Gutes, oder irgendwas Böses über die Welt zu legen. Ich habe gelitten, also sollen die anderen auch leiden. Klingt hart, aber so ist es. So, hier gibt es noch einen Dingsbums, das ist gut, da kann ich noch mal ein bisschen was herstellen. Manchmal denke ich, dass ich weitermachen muss, dass ich alle enttäusche, wenn ich nicht weitermache. Ein Tsunami rollt auf uns zu und das
Das ist nur die erste von vielen Katastrophen. Das ist deine Schuld. Ich muss jetzt los. Ich bin die Einzige, die... Die Einzige, die was?